sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder, ein Teil davon war früher Mitglied der Linken, ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei und es waren auch einige anwesend, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Herr Geisel hat das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ja bereits vorgestellt worden, Thomas Geisel. Ich war 6 Jahre lang Oberbürgermeister von Düsseldorf. Davor war ich 15 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Ich war 40 Jahre lang Mitglied der SPD. Heute habe ich mich dem Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit angeschlossen. Maßgeblich dafür waren vor allem 3 Gründe. Erstens, ich kann mich nicht erinnern, dass unser Land sich jemals in einem so schlechten Zustand befunden hat wie heute. Aus dem Modell Deutschland der Ära Helmut Schmidt ist ein Sanierungsfall geworden. Und die Probleme sind ganz überwiegend hausgemacht. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist in einem beklagenswerten Zustand. Der Ausbau der Stromnetze und damit die Energiewende kommt nicht voran. Und bei der Digitalisierung ist Deutschland mittlerweile abgehängt. Immer mehr Bürokratie lähmt unternehmerische Initiative. Und was vielleicht noch schlimmer ist, sinnlose Verbote und Symbolpolitik gefährden den Industriestandort. Bestes Beispiel ist vielleicht das Verbot von Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035. Damit werden nicht nur Hunderttausende von qualifizierten Arbeitsplätzen in Deutschland aufs Spiel gesetzt. Damit wird der Industrie auch jeder Anreiz genommen, sparsamere Motoren zu entwickeln. Und letztlich wird damit auch dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen. Zweitens, Voraussetzung für einen funktionierenden Sozialstaat ist der soziale Zusammenhalt. Und der ist in Deutschland zunehmend gefährdet. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wer heute reich geboren wird, bleibt in der Regel reich und wer arm geboren wird, hat immer weniger die Chance, durch Fleiß und Anstrengung nach oben zu kommen. Aus einer Leistungsgesellschaft droht eine Besitzstandsgesellschaft zu werden. Wer sich private Bildung, Kliniken und Sicherheitsdienste leisten kann, entzieht sich immer mehr der gesellschaftlichen Solidarität und nach unten entwickeln sich Parallelgesellschaften, namentlich in migrantischen Milieus, die durch unkontrollierte Zuwanderung wachsen und immer schwieriger zu integrieren sind. Doch statt massiv in ein Bildungssystem zu investieren, das soziale Gerechtigkeit, das Chancengleichheit verwirklicht, verstecken wir uns hinter Identitätspolitik und führen Genderdebatten. Und für eine Steuerpolitik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, die Leistung honoriert und soziale Durchlässigkeit fördert, fehlt der Mut, vielleicht auch die Fantasie. Drittens, Deutschland unter sozialdemokratischer Führung stand immer für eine Politik des Friedens, der Entspannung und der Stabilität in internationalen Beziehungen. Ich darf erinnern, Willy Brandt hat hierfür 1971 den Friedensnobelpreis erhalten und Gerhard Schröder gemeinsam mit Jacques Chirac hat uns im Jahr 2001 vor einer Teilnahme am Irakkrieg bewahrt. Heute ist Deutschland Hauptwaffenlieferant der Ukraine in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Die gegenwärtige Bundesregierung möchte unser Land kriegstüchtig machen, redet einem neuen Kalten Krieg das Wort und beteiligt sich an Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die dem eigenen Land definitiv mehr schaden als Russland. Es ist leider so, Sozialdemokraten, die sich in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt sehen, sind in der SPD heimatlos geworden. Aber was noch schlimmer ist, immer mehr Menschen scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass Politik noch irgendetwas Gutes bewirken kann. Sie wenden sich ab, begegnen der Politik mit Wut und Sarkasmus und wählen Protest oder gar nicht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit stellt sich diesem Trend entgegen. Diese Partei steht für eine Politik, für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, Vernunft und Augenmaß. Sie steht für eine Politik, die soziale Durchlässigkeit und gesellschaftliche Dynamik fördert, individuelle Leistung honoriert und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellt. Und sie steht für eine Außenpolitik, die im deutschen und europäischen Interesse auf Frieden, Entspannung und Stabilität setzt. Wir sind eine Partei,
die nicht beschönigt, sondern die Tatsachen, so wie sie sind, zur Kenntnis nimmt. Eine Partei, die nicht in ihrer eigenen Blase verharrt, sondern Impulse von außen aufnimmt. Und vor allem, die nicht Ressentiments bedient, sondern nach vernünftigen Lösungen strebt. Deshalb bin ich dabei. Philipp Menn, WDR. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Herr Geisel, Ihr stellvertretender Parteivorsitzender hat eben gesagt, wie wichtig Glaubwürdigkeit in Politik und in die Demokratie ist. Wie passt dazu, dass Sie noch vor kurzem, vor 4 Wochen etwa, als Sie 40-jähriges Parteijubiläum in der SPD hatten, gesagt haben, dass Sie für immer Sozialdemokrat bleiben wollten und heute als Spitzenkandidat einer anderen Partei nach Brüssel gehen wollen? Man könnte den Eindruck bekommen, es liegt daran, dass es ein sehr lukratives Mandat auch ist und weniger mit der neuen Partei zusammenhängt. Also wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel? Das ist überhaupt kein Sinneswandel. Ich habe diesen Satz damals bei meiner Ehrung sehr bewusst so gesagt. Wer meine gesamte Rede bei diesem Anlass gehört hat, wird gemerkt haben, dass ich schon damals sehr deutlich gemacht habe, dass Sozialdemokraten, wie gesagt, die sozialisiert wurden in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, mittlerweile heimatlos in der SPD geworden sind. Ich habe nicht gesagt, ich werde mein Leben lang Mitglied der SPD bleiben. Ich werde mein Leben lang meinen sozialdemokratischen Grundsätzen treu bleiben. Und die sehe ich in dieser neuen Partei besser aufgehoben als in der SPD. Dann nur eine ganz kurze Nachfrage, aber wann kam denn das Angebot, Mitglied dieser Partei zu werden? Ich bin mit Sarah Wagenknecht seit langer Zeit im Gespräch. Wir kennen uns genau genommen eigentlich seit über 30 Jahren. Wir sind etwas enger im Kontakt, wir haben bei uns zu Hause eine Einrichtung, die nennt sich Politischer Salon. Da hatte ich Sarah Wagenknecht mal eingeladen. Seither sind wir regelmäßig im Kontakt und der engere Kontakt, auch das Thema Mitglied dieser neuen Partei zu werden, die ist in den letzten 2 Monaten in vielen Gesprächen gewachsen. Herr Geisel, Sie waren ja indirekt angesprochen. Ich darf darauf verweisen, während meiner Amtszeit als Oberbürgermeister von Düsseldorf, ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo es eine so lebhafte Willkommenskultur gab. Die ganze Stadtgesellschaft hat sich beteiligt, Flüchtlinge aufzunehmen. Man muss nur einfach sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist kein geeignetes Instrument, weil es tatsächlich die Tür öffnet für eine unkontrollierte Zuwanderung. Und die bringt, und das sage ich als ehemaliger Kommunalpolitiker, die bringt die Kommunen einfach an ihre Grenzen. Es muss gewissermaßen so gesteuert werden können, dass wir möglichst vielen, die Hilfe bedürfen, aufnehmen können, aber eben nur bis zur Grenze der Integrationsfähigkeit. Das ist ein Thema, da geht es ja nicht nur um Unterbringung, da geht es um wirkliche Integration, um Kindergärten, um Schulen, um Integration durch Arbeit. Und wenn Sie mit Kommunalpolitikern sprechen, alle werden Ihnen sagen, wir sind mittlerweile am Limit. Es ist eine Grenze erreicht, bei allem besten Willen. Und ich glaube, gerade unter meiner Führung in Düsseldorf war der Wille sehr, sehr gut. Aber wir müssen die Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Und von daher glaube ich, ist es in der Tat richtig hier, wie Sarah Wagenknecht sagt, dass man das Verfahren neu gestaltet, so wie es gegenwärtig läuft, ist es, glaube ich, wirklich, bringt es die Kommunen jenseits der Grenze. Wissen Sie, die Kanzlerin hat damals gesagt, wir schaffen das. Wer hat es denn geschafft? Es waren die Kommunen, es war ja nicht die Bundespolitik, sondern es wurde im Prinzip, die Arbeit wurde gewissermaßen abgelagert auf die Kommunen. Die haben das Menschenmögliche getan, aber irgendwann sind Grenzen erreicht. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Sie haben im vergangenen Jahr in einem längeren Dokument eine Reformagenda, damals noch für die SPD und für Deutschland, vorgelegt. Darin offenbaren Sie sich als ein nachhaltiger Verfechter der Agenda 2010 von Gerd Schröder. Und Sie fordern, dass eine neue Balance des Prinzips Fördern und Fordern reaktiviert werden müsse. Inwiefern sehen Sie diese beiden Punkte, Agenda 2010 und Fördern und Fordern, in dieser neuen für Sie neuen Partei besser begründet als in der, die Sie verlassen haben? Also zunächst mal die Partei, die ich verlassen habe, die hat ja nun mittlerweile Gerhard Schröder zu ihrem Hauptfeind erklärt, wenn ich das richtig sehe. Also von daher würde mir das da gar nicht schwer fallen. Aber wenn Sie das Thema Fördern und Fordern oder Sozialpolitik ansprechen, ich glaube, was das Thema Sozialstaat angeht, das ist etwas, ich habe das ja auch hier in meinem Eingangsstatement erwähnt, was mir gerade als Sozialdemokrat ausgesprochen wichtig ist. Sozialstaat setzt soziale
sozialen Zusammenhalt voraus. Was wichtig ist, glaube ich, Solidarität ist natürlich immer auch ein Stück weit ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dass der Staat selbstverständlich in der Lage sein muss und alles unternehmen muss, um denen zu helfen, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Aber so es der Staat tut, kann er natürlich auch erwarten, dass sie diesen Beitrag leisten. Ich bin definitiv ein Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich halte es für richtig, dass der Staat stark ist, Menschen hilft, dass sich aber nicht gleichzeitig ein Milieu von Kostgängern, Almosenempfängern entwickelt, sondern, wie gesagt, ein Geben und Nehmen stattfindet. Ich kann als Kommunalpolitiker sagen, es gibt natürlich mittlerweile ein Milieu von verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist eine große Aufgabe, die der Staat leisten muss, diese Menschen wieder heranzuführen. Gegenwärtig ist es auch besonders geboten, denn wir leben ja nicht in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit, sondern in einer Zeit von tendenziell eher Arbeitskräftemangel. Und deswegen ist, glaube ich, hier die Aufgabe sehr groß, dass man die Menschen ernst nimmt. Das ist eine Frage des Respektes. Dann kann man im Gegenzug aber auch erwarten, dass sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Was nicht geht, sind Karrieren von, ich sage mal, Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das ist das, was, glaube ich, das ist auch keine respektvolle Sozialpolitik. Der Reformagenda kritisieren Sie sehr heftig Subventionen, die in Deutschland gezahlt werden. Sie fordern drastischen Abbau von Subventionen. Jetzt hat Ihre neue Parteiführung sich ausdrücklich an die Seite der protestierenden Landwirte gestellt. Deren Kernforderung ist aber kein Abbau von Subventionen, sondern völliger Erhalt der Subventionen. Wie passen diese beiden Positionen zusammen? Ich will mal so schauen, wir müssen bei Subventionen genau gucken, wie die Verteilungswirkung wirklich ist. Mal so sagen, wenn man Bauern fördert, ich glaube, die Bauern, die stehen jetzt nicht gerade ganz oben da etwa auf der Einkommensskala in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss gucken, das war mein Hauptbestreben, es gibt viele Subventionen, die nach dem Motto verteilt werden, wer hat, dem wird gegeben. Das trifft mit Sicherheit auf die Bauern nicht zu. Und mein Petitum war insbesondere in der Tat mal zu schauen, ob die Subventionen tatsächlich den Zweck erreichen, den sie vorgeblich erreichen sollten. Ich glaube, es gibt eine Menge Subventionen, wo das nicht der Fall ist. Bei den Landwirten sind die Subventionen tatsächlich Teil eines Einkommens, das ja in der Regel nicht sonderlich groß ist. Das hängt immer natürlich ein bisschen auch von der Betriebsgröße zusammen, dass die Bauern ganz oben stehen da und dass insoweit die Subventionen, sagen wir, dazu führen, dass der Grundsatz, wer hat, dem wird gegeben, gilt. Das kann man, glaube ich, bei den Agrarsubventionen nicht behaupten. Noch eine Frage an Herrn De Masi und Herrn Geisel. Herr Geisel, Sie sagten gerade, das individuelle Recht auf Wohnung sei kein geeignetes Instrument, um die schädliche Migration zu begrenzen. Herr De Masi, Sie sagten, das individuelle Recht auf Asyl würde ohne Frage gelten. Können Sie das einmal bitte intern für uns klären, wie da die Position ist? Sie müssen unterscheiden zwischen einem individuellen Grundrecht. Die Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet die Staaten nur, niemanden zurückzuweisen, der herkommen kann. Das Problem bei der gegenwärtigen Ausgestaltung als individuelles Grundrecht ist eben, dass jeder kommen kann und sich zunächst einmal auf dieses Recht berufen kann, obwohl als politisch Verfolgte nur die genießen ja diesen Schutzstatus, werden in der Tat nur 1% anerkannt. Wenn die einmal hier sind, dann dürfen sie dann nicht zurückgewiesen werden wegen der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Prinzip ist damit und war es ja auch viele Jahre lang, das individuelle Grundrecht auf Asyl war ein Vehikel einer praktisch nicht kontrollierbaren Zuwanderung. Und das Problem ist ja auch, wurde ja von Fabio auch erwähnt, wenn der Bundeskanzler jetzt sagt, wir werden in großem Stil zurückweisen oder abschieben. Wenn die Menschen mal hier sind und die Verfahren dauern ja 7 bis 18 Monate, dann ist es sehr, sehr schwierig, Menschen zurückzuweisen. Und am einfachsten ist es meistens bei denjenigen, die sich eigentlich ungern zurückweisen, weil die mittlerweile sich hier etabliert haben, die vielleicht auch gebraucht werden. Deswegen sage ich, wir brauchen ein intelligenteres Instrument, um einmal natürlich dem humanitären Gedanken des Grundgesetzes Rechnung zu tragen und die aufzunehmen, die wirklich schutzbedürftig sind. Aber ich glaube, das gegenwärtige Verfahren, so wie es im Moment läuft, ist dafür nicht geeignet. Und wie gesagt, es bringt auch die Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das dürfen wir ja auch nicht ganz aus dem Blick verlieren. Also wir wollen die Menschen ja aufnehmen bei uns. Wir wollen sie integrieren. Wir wollen ihnen Schulen, Kindergärten geben, Wohnungen geben. Wir wollen sie
zum Teil der Gesellschaft machen. Und das geht, so wie es im Moment läuft, mit Sicherheit nicht. Und deswegen braucht man da in der Tat vernünftigere Lösungen. Mit einem Blick auf die Uhr danke ich allen für ihre Geduld und für ihre Zeit und für die vielen Fragen und die vielen Antworten, die wir bekommen haben. Vielen Dank und schließe die Pressekonferenz.